Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Call of Duty 2. Unsere Mission lautet, bringen Sie den deutschen Laster zurück und transportieren Sie die Gefangenen ab. Machen wir das, wo ist er jetzt hingegangen, unser Herr Kollege? Es scheitert jetzt wahrscheinlich schon, dass ich hier gar nicht weiterkomme, oder? Der beschützt hier, bewacht das Ganze. Mhm. Guck mal, die weisen hier unseren Weg wieder. Sehr praktisch. Vielleicht finden wir hier noch etwas Munition. Weil mit der Munition kann ich definitiv nichts anfangen. Britische Truppen! Da drüben! Da eiern die hier einfach. Dann nehmen wir halt die Deutschen, jawohl, das deutsche Gewehr. Wir zu zweit gegen Widerstand hier wieder, was? Ne, ich lieb's ja überhaupt nicht. Ich renn da immer meilenweit weg mittlerweile. Wir werden jetzt auf jeden Fall auf so vereinzelt Widerstand stoßen. Wo. Was mich auch wundert, da waren wir ja schon, oder? Vor allem sind die Deutschen wieder da, ne? Seltsam, seltsam. Aber okay. So, wo geht's denn eigentlich lang? Hier rum und dann da raus. Wo war denn der LKW? Laufen wir ihm einfach mal hinterher. Schönen Rucksack hat er da. Wundervoll. Da. Okay. Na, da bin ich mal gespannt. Was hat er da gecheckt? Sieht noch intakt aus. Die Deutschen waren sogar so nett, uns noch Treibstoff dazulassen. Los, Davis! Panzerfaust. Sie hinten rein und geben Sie mir Deckung. Fast hätte es geklappt. Aha. Festhalten, Davis. LKW fahren in Call of Duty ist so eine, naja, so ein Thema für sich. Aber ich bin mir da doch ganz guter Dinge, bester Dinge. Das wird es doch recht gut hinbekommen, auf jeden Fall. Okay. Den haben wir geil erwischt. Was ist hier los? Wie sind wir nicht? Nein! Jetzt haben wir aber. Den haben wir immer noch nicht. Jetzt kracht's richtig, alles klar. Ich kann's nicht glauben. Das war ein verdammt großer Panzer da hinten. Ja. Naja, das sehen wir doch schon wieder, siehst du. War doch nicht so schwer. Ziel erfüllt. Okay, Jungs, der LKW ist hier. Laden wir sie auf. Okay. Gut gemacht, Sarge. Wissen Sie, Davis, ich beneide diese Amis fast. Für die ist dieser verdammte Krieg vorbei. Sieg. Mission fortsetzen. Und es regnet. Vorsicht, Jungs! Da ist ein MG-42 am Ende der Straße.
Die Stan ist wieder intakt. Voll aufgeladen. Und mittendrin. Was Hinterhalt? Ja, hier sind wir erstmal. Alter. Okay, im obersten Stock. Dann machen wir die dort oben erstmal platt. Da ist nichts drin. Nichts mehr. Ist so frei. Okay. Also, dann gehen wir wieder runter. Und. Der hat geschrien, den haben wir drauf, ja? Und da kommt schon der nächste ins MG. Ja, den habe ich, da habe ich jetzt wirklich vorbeigeschossen. Jetzt aber. Der ist so nett, hey. Oder? Ist er schon tot? Nee. Hier, da kommt er wieder. Und trifft uns sofort. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier, Zweifel, ich dachte, da wäre nur eins. Scheiße, ey. Mann am Boden. Fröhliche Brate, los, weg da! Deutsche Truppen! Nein, bitte nicht! Ja, überlebt. Fuck it, ey. Fuck, fuck, fuck. Spiel gespeichert. Okay. Dann geht's wieder bei Null los. Ich hab... Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ich bin gerade übel. Ach, was, ne, oder? Ach, Ziel erfüllt. Scheiße, oder? Fuck. Ich renn gleich durch. So. Ich bin gleich hier am Dock. Ich war zu nah dran, oder? Ah. Da kommt nochmal einer. Da kommt nochmal hoch. Hey, komm, sterb jetzt. Bitte, bitte, tu mir den Gefallen. Ist er tot? Ich habe definitiv die falsche Waffe ausgetauscht. Scheiße, Alter. Da muss ich wieder runter, oder? Ich gehe mal stark davon aus, ey. Aber wir nehmen dazu. Meine Waffe ist weg. Meine Stan, oder? Ja, probieren wir es halt so. Okay. Ach du, manchmal stelle ich mich an, hä? Hey. Hier ist die, dann nehmen wir die wieder. Und dann geht's hier rasch weiter. Okay, wo ist er denn? Hier ist er, oder? Ja, hier. Davis, schlagen Sie sich durch diese Gebäude links. Geben Sie ihm Feuerschutz. Okay. Wow. Alter, da oben ist auch einer drin. Bleib doch liegen, ey. Alter, wir kommen da voll von hinten. Ist kein Bock, dass man mich hier... Hammer. Sauber. Okay, meine Munition geht hier richtig krass zur Neige. Okay, hier ist nichts mehr. Gehen wir runter und hier raus. Die haben bestimmt was Nettes liegen lassen. Da hole ich mir auf jeden Fall alles. Doch, hier ist eine. Tommy, oben im obersten Stock. Achtung, wach für eine Granate.
Hey. Na komm, scheiß drauf. Dann kriegt man auch anders, oder? Ja. Ah, hier. Hier mehr erstmal in Deckung, ey. Das geht ihm richtig zur Sache, du. Wer schießt wieder? Der mit der Pistole natürlich. So. Sind wir jetzt mal dann alle hier. Okay. Okay, dann geht's. Ach, der ist einfach zwischenzeitlich wieder runter. Okay, cool. Nee, machen wir nicht. Oh, das war. wieder rausgerannt ist. Cool. Jetzt suchen wir jedes Haus hier. Okay. Ah, war hier doch auf. Hör doch auf. Ach nein. Ich hätte mir die Panzer vorspalten sollen. Kacke, ich hab nichts mehr. Sorry, dann muss ich. Was sofort hier? Das war gar nicht ich. Das war jemand anders, oder? Ah, die Kackgranaten, ey. Warten die jetzt auf mich? Ey, ich kann machen, was ich will. Ich muss das Ding ausschalten. Ich muss es ausschalten. Ich muss wieder zurück. Echt jetzt? Oh nee, oder? Oh nee. Er braucht Hilfe! Er wurde getroffen! Hä? Wo bist du? Komm her! Jetzt, komm, genau. Auf dich warten wir schon die ganze Zeit. Der packt einfach rum, der chillt da drüber. Sagt, nö, du, nö. Wo rennt er mit dem Ding jetzt hin? Mach das! Jawohl, der hat's. Na, das nenne ich Glück. Hey, ohne Witz. Deutsche, auf der anderen Seite der Kisten, drüben im Westen. So. Jo, na klärchen. Wir gehen jetzt einfach durchs Haus, würde ich sagen, oder? Da ist noch einer, ja, da sind zwei. Da, der lebt noch. Die ist zu. Einfach mal durchs Fenster schießen. Will man so. Oh, da ist zu, da ist zu, da ist zu, da ist nichts. Doch, vielleicht kann man die von oben bekämpfen. Bleib jetzt mal liegen, mein Gott, ey. Wie viel kommt denn da neu? Gut. Zu dritt. Das Bauernhaus kontrolliert diese Kreuzung. Davis, nehmen Sie ein paar Jungs mit und sehen Sie im Bauernhaus. Los, los, los! Okay, wir sichern das Bauernhaus. Hier geht's. Hier ruhen Sie sich keine Sekunde lang aus, ey. Keine Sekunde lang, hm?
So, und was ist jetzt hier? Hier geht's nochmal ab. Gleich noch eine Granate hinterher. Ich sichere dich. Das war geil. Und von oben. Alter! Mach dir eigentlich gar nichts da draußen, ey. Mein Gott. Auf die kannst du dich null. Wirklich zero verlassen, ey. Die kommen von der Seite. Ach, tja, steh du nur da und mach gar nichts. Ich habe immer die blöde Angewohnheit, ich laufe in ein fremdes Zimmer oder in einen fremden Raum und lade währenddessen nach. Hey. Wie ich das aber allein machen muss jetzt hier, gell? Da kommt keiner nach. So, Hammer aber. Ja, ich hab's gesichert. Jetzt überprüfen Sie den Stall. Den Stall, das darf ich auch allein machen. Suchen Sie im Stall nach Funkgeräten und setzen Sie sie außer Betrieb. Ja. Wir gehen die andere Richtung, die andere Seite. Mal sehen. Bleib du einfach liegen, sonst ist wieder hier Beschuss auf Teamkameraden. Und dann verkacke ich die Mission wieder. Wo? Okay, jetzt aber. Deutsche! In der Nähe des LKWs! Zur Rechten! Hilfe, er wurde getroffen! Fällt der nicht um, oder? Warum auch? Okay, jetzt gehen wir rein. Hier, da müssen wir hin. Du hinderst mich auch nicht mehr dran. Schießen sie. Überall schießen sie. Ja? Raus. Oh. Deutsche kommen von Westen her. 6 Angriffswellen zurückdrängen. Also, kommt er hier? Ja, hier kommt er her. Dann ballern wir hier mal richtig, rotzen richtig rein nochmal. Ich muss aufpassen auf die Granaten trotzdem. Wo denn? Ich sehe keinen. In der Nähe des LKWs ist doch hier, oder? Hier. Das ist jetzt wieder eher so wie Mohun. Du hast besser. Ja, ich komm. Ich hoffe, dass die, genau, die Granate ist nur außerhalb. Das heißt, sie trifft uns nicht so. Wenn die mal treffen, dann haben wir ein Problem. Wie viel haben wir denn noch? Wie viele Wellen? Zwei Wellen noch, okay. Granate müsste auch außerhalb sein, ich riskiere es einfach mal. Das müsste es gewesen sein, oder? Ne, immer nur zwei Wellen.
Eine übrig, okay. Machen wir nur eine. Oh ja, was hat der hergebracht? Ein MG oder ein... Ich glaube ein MG, hä? So, Hammer. Hier noch einer. Wisst ihr alle schon? Captain Price? Sollten wir nicht mal langsam. Zack, weg ist er, gell? Ist der raus, oder? Ja. Hier rum. Übel. Übel, übel. Russ, brauch Deckung, lade nach. Gut gemacht, Jungs. Puh. Wir eskortieren den Konvoi durch die nächste Stadt. Es wurden weitere deutsche Panzer im Norden beobachtet. Passen Sie daher auf. Abrücken. Ziel erfüllt. Spiel gespeichert. So, und wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Einschalten und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und haut rein.